Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Nonizok. Und willkommen zurück zu Let's Play König der Löwen. Wir sind beim vierten Part. Und im letzten Part habe ich ein bisschen Quatsch gemacht, bin öfters gestorben. Aber jetzt versuchen wir mal, da hinten den Königsfelsen ein bisschen näher zu kommen und Scar zu vernichten. Und weiter geht's im Spiel. Okay, wir sind hier in einem Hyänen-Labyrinth. Ich habe dieses Level einmal gespielt, nicht einmal, mehrmals, und habe mir dann diesen Weg gemerkt, weil ich bin immer gestorben, aber habe ihn dann nie vergessen. Mal gucken, ob ich das immer noch nicht vergessen habe, weil das letzte Mal war ein Ballschneider. Okay. Jetzt erstmal aber diese Hyänen vernichten, weil sonst kommt man nicht weiter, keine Ahnung. Simba weigert sich, der denkt sich wahrscheinlich erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Ja. Aber es ist auch immer ein bisschen schwer. So viele Hyänen auf einmal. Aber jetzt ist Simba richtig krachedurstig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier rein, müsste es glaube ich sein. Mhm. Oh, ja. Okay, Hyäne vermöbelt. Boah, die arme Hyäne. Aber sie tun mir eigentlich nicht leicht. Die sind ein Grund von vielen Gründen, auch Scar, dass mein Vater gestorben ist. Aber egal. Jetzt, wenn wir es allen zwingen, werden diese Hyänen vernichten, diese bösen Aasfresser. Wir werden es ihnen zeigen. Ich bin noch nur noch eine Hyäne. Das wird natürlich klappen. Mhm. Und jetzt sind wir beim letzten Level angelangt. Scar Pride Walk. Hier, da kommt er auch schon angesprungen. Wir vermöbeln ihn. Warum hast du damals meinen Vater getötet? Hm? So, und er verzieht sich direkt. Nein. Bin da oben dran gekommen. Mit der Birne, aber nicht schlimm. Ist ja auch am Anfang. Am Ende, wäre das am Ende, hätte ich mich viel mehr geärgert, aber egal. Okay. Mhm. Ja. Hast du Angst vor uns, hm? Und sollst du auch. Ich werde dich noch vernichten. Du gehörst nicht ins geweihte Land. Du gehörst jetzt verbannt. Im Schattenland. Okay, die Hyänen, die bereiten uns keine Probleme. Oh, aber jetzt runtergefallen und das ist nicht so schön. Aber wenigstens nicht gestorben. Wir haben Glück gehabt und sind da ganz am Anfang hingefallen. Aha. Simba, hast du dir ein paar Knochen gebrochen? Nein, oder? Okay. Alles gut, wir können unseren Weg fortsetzen als König. Mhm. Ja, die Hyänen schön kaputt hauen. Die haben es aber auch nicht anders verdient. Nein, oh! Glück gehabt. Okay, die Käfer sind jetzt wichtig geworden. Haben sie euch ja gesagt? Am Ende des Spiels sind die ziemlich wichtig. Okay. Scar. Wie konntest du nur das Ganze so weit bringen lassen? Jetzt bin ich ein großer Löwe. Ein König eigentlich und nicht du. Und kann schon alle besiegen. Jetzt werde ich nicht mehr so vermöbelt wie von den Hyänen am Anfang im Elefantenfriedhof. Wisst ihr noch? Da war der erste Fail. Ja. Ja. Egal. Okay, jetzt hier hin. Hier, die Blitze sind ein bisschen nervig. Aber da ist noch ein Käfer ganz oben. Das heißt, wenn ich bei Scar jetzt sehr oft getroffen werde, dann könnte ich den Käfer noch holen.
Würde ich sogar machen, aber ja, jetzt erstmal nicht. Weil jetzt sind wir noch gut dran. Und er hat schon manchmal eine abbekommen. Ah, was denn los? Schwächelst du etwa schon? Ja, ich werde es dir zeigen. Ich werde es zeigen. Dies dafür, dass du uns auf den Elefantenfriedhof geschickt hast. Und dies dafür, dass du meinen Vater getötet hast. Und der ist dafür, dass du den ganzen Gewaltenland Probleme bereitet hast. Okay, und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben König der Löwen auf hart durchgespielt. Sagt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hat es euch gefallen? Habt ihr es auch schon mal durchgezockt? Und was ich auch extra noch einmal gesagt habe, habt ihr das Wort im gesamten Let's Play Easter Egg gefunden? Ich habe es irgendwo gesagt. Das hier jetzt eben gerade zählt nicht. Ich hab es irgendwo im Let's Play gesagt. Schreibt mal in die Kommentare. Und jetzt erlischt das Feuer und der Regen tut es. Und jetzt, wir sind da, Simba. Und die Sonne geht wieder mit uns auf. Mit unserer Herrschaft. Und jetzt sagt Simba noch mal was. Das möchte ich euch noch gerne zeigen. Hier auch noch hier. Und das Leben, wie es gesagt wird. Also mein Feedback, super Spiel. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es auch mal. Und jetzt hört, was Simba sagt. Everything the light touches is our kingdom. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Let's Play. Abonnieren, das Glöckchen aktivieren, liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao!